Ganz herzlich willkommen zu Plenum TV, hier bei TV Oberfranken. Während im Bundestag Schaukämpfe mit stiller Progression und dem Freihandelsabkommen stattfinden, sind bayerische Abgeordnete mit Sachpolitik beschäftigt. Das kann sich lohnen. Zum Beispiel bei der sogenannten Dokumentationspflicht im Pflegewesen. Das ist so ein Bürokratiemoloch. Die Pflegestandards müssen nämlich vom Personal aufwendig protokolliert und überwacht werden. Da bleibt immer weniger Zeit für die Patienten. Diese Dokumentationspflicht soll nach einem Antrag der CSU deutlich verringert werden. Eine gewisse Dokumentation ist sicherlich notwendig. Aber aus meiner langjährigen Erfahrung als Kommunalpolitiker weiß ich, dass dies oftmals übertrieben wird. Es muss viel zu viel dokumentiert werden. Es wird zu wenig in die Pflegekräfte vertraut. Ich brauche die Dokumentationspflicht als Jurist, um nämlich auch die Pfleger zu schützen. Denn leider ist es so, dass häufig auch Angehörige kommen, die nicht dabei sind, irgendwas gehört haben oder auch nur was vermuten und dann behaupten, das war so und so. Und da brauchen die Pfleger wiederum einen Schutz und das ist die Dokumentation. Isa 2, Gundremmingen, Grafenrheinfeld. Nach Stille sollen auch die bayerischen Atommeiler in eine Stiftung übergehen. Nachsorge und Entsorge sollen dann vom Staat erledigt werden. Mit allen Risiken. Das haben jetzt die Betreiber vorgeschlagen. Die Freien Wähler fordern die Staatsregierung zum erbitterten Widerstand gegen dieses Stiftungsmodell auf. Also eine Bad Bank für Atomenergieausstieg halte ich für völlig unmöglich. Die Argumentation geht ja auch in die Richtung, dass man sagt, man hat jahrzehntelang gut damit verdient. Man hat auch Rücklagen gebildet, das war ja verpflichtend sogar. Und ich sehe überhaupt nicht ein, warum jetzt die Allgemeinheit das bezahlen soll. Wer Geld damit verdient hat, wer die Kosten auf den Stromnutzer auf den Käufer umgelegt hat, der muss auch den Rückbau tragen und sonst keine. Das war Plenum TV mit den aktuellen Themen aus dem Bayerischen Landtag. Und wir sehen uns dann kommende Woche wieder hier bei TV Oberfranken.